Buchenholz über Hölzer, über Delikate, über Delikatesse Holzer. Was ist denn heute los, ey? Über ein paar Hölzer. Und ihr fragt euch natürlich, was ist China Lapsang Zongchong? Nochmal. Der Gordon hat jetzt unser geiler China Lapsang Zongchong hergerichtet. Hat hier das schöne Gewicht. Für unser China Lapsang Zongchong Schweinefilet brauchen wir natürlich Original China Lapsang Zongchong Tee und ein richtig gutes Schweinefilet, ein scharfes Messer, Bacon, Olivenöl und an Gewürzen nehmen wir heute extra fruchtigen, grisigen Zitronenpfeffer von Spice World und Sal Tradicional. Und wie wir jetzt aus den wenigen Zutaten unser Original China Lapsang Zongchong Schweinefilet machen, das zeige ich euch jetzt. Und ihr fragt euch natürlich, was ist China Lapsang Zongchong? Ganz klar, das erkläre ich euch jetzt. Und zwar, das ist original chinesischer schwarzer Tee. Der wird dort angebaut, geerntet und dann nochmal im Rauch veredelt. Der riecht richtig schön rauchig. Und wie kommen wir eigentlich da darauf? Wir waren im Teeladen und dann ist mir dieser Tee halt aufgefallen. Und da habe ich gesagt, da muss ich mal auf jeden Fall was mitnehmen und das probieren wir aus. Und das wird heute ein absoluter Test. Wir haben das noch nie vorher gemacht. Wir haben uns ein bisschen überlegt, was können wir daraus machen? Einfach nur trinken, kann jeder. Tee trinken kann jeder und deswegen werden wir heute was Leckeres machen. Wir werden heute unser China Lapsang Zongchong Schweinefilet daraus machen und ihr seid dabei. Wir werden jetzt unser Schweinefilet von den Sehnen befreien, weil die wollen wir nicht drin haben. Wir wollen nur das reine, schöne, richtig schöne Schweinefilet haben und das machen wir jetzt. Danach werden wir unser Bacon-Netz ausrollen. Das heißt, wir werden kein richtiges Netz machen, sondern die Baconscheiben schön aneinander rein und darauf können wir unser Schweinefilet platzieren. Dann wird das Schweinefilet mit Öl eingerieben und darauf kommen unsere Gewürze. Das heißt, der Zitronenpfeffer, das Salz und natürlich der Hauptdarsteller neben dem Fleisch. Das ist unser China Lapsang Zongchong Tee. Den werden wir jetzt dann richtig schön einreiben und dann wickeln wir unser Schweinefilet ein. Und dann ist auch mal der Manuel an der Reihe. Der soll jetzt natürlich auch noch was machen, wie nur essen. Bis gleich. Der Gordon hat unser schönes China Lapsang Zongchong Schweinefilet hergerichtet. Und ich habe jetzt die ehrenvolle Aufgabe. Das wäre, genau, das Ding muss man nämlich heiß werden lassen, weil so kann man das einfach nicht essen. Das liegt jetzt da hinten schön. Ich hole es jetzt mal und dann kommst du auf die indirekte Zone. So lange indirekt, bis wir eine Kerntemperatur haben von ca. 62 Grad. Wir wollen das noch schön rosa innen drin haben. Wer es natürlich ganz durch haben will, der lässt es bis 75 hochziehen. Absolut kein Problem, weil ihr entscheidet, wie ihr das Schweinefilet wollt, nicht wir. Und jetzt kommt es nämlich drauf und erst wieder runter, wenn es geil ist. Unser China Lapsang Zongchong hat jetzt 62 Grad. Jetzt muss es raus. Wir hatten eine Garraumtemperatur von 180 bis 190 Grad, war circa jetzt drin, 30 Minuten sowas, müsst ihr einfach gucken. Manche Fleischstücke sind größer, manche weniger groß, dann sind sie schneller fertig, die anderen nicht. Aber jetzt holen wir es gemeinsam raus und dann wird es angeschnitten, weil mir tropft schon der Zahn. Los geht's. Hier liegt das schöne Stück und ich würde sagen, wir machen einen geilen Mittelschnitt, weil riechen tut schon mal mega geil. Einfach mal schön in der Mitte durch. Und schaut euch das an. Hier ist es schön rosa noch. 62 Grad. Wenn ihr es richtig rosa haben wollt, dann bleibt er bei 58 Grad. Wir wollen es aber schön genau so und nicht anders. Jetzt schneiden wir uns ein paar Stücke runter und dann kommt der Gordon vor die Kamera und dann wird probiert. Guten Geschmack und einen geilen T-Shirt. Ihr wollt ja ihr T-Shirt auch? Hier unten Spreadshirt, da unten, da gibt es Tassen. Turnbeutel, verschiedene Motive und T-Shirt, oder? Ja. Mit Hashtag Münze, Supporter, Supporter wäre zum Beispiel für euch mega geil. Ja. Nicht nur für oder, mich. Was ich auch richtig geil finde, ich finde geil, was die tun. Ja, das so unterstützt ihr uns und absolut.
zeigt Flagge. So richtig. Muss es einfach sein. Aber jetzt geht es um, nicht um diese T-Shirt oder Pullis, sondern um, diese, um dieses geile Gericht. China Lapsang Chong Chong. Chong Chong. Und genau. Jetzt probieren wir erstmal. Und jetzt probieren wir. Wir haben es echt noch nie vorher gemacht. Einfach mal jetzt so ein Stück genommen. Ich wusste nicht mal, dass man schwarzer Tee so essen kann. Ich bin jetzt echt gespannt, wenn es scheiße schmeckt, werden wir es euch gleich sagen. Absolut, ja. Riechen tut's geil. Also riechen tut's halt richtig rauchig, das tropft gerade wie Sau. Dann drum schupft er mir weg. Einen guten. Deswegen einen guten. Und dann rinnt. Also es schmeckt rauchig. Aber ganz ehrlich, warte, es schmeckt geil. Es hat was. Es ist nicht mein Lieblingsschweinefilet, so muss ich dazu sagen. Mhm. Aber es schmeckt geil. Es hat einen richtig extremen Rauchgeschmack mit rein, gell? Absolut. Mit dem schwarzen Tee. Oder mit dem China Lapsang Chong Chong ist ja ein Schwarztee. Schmeckt geil mit dem Becken drumherum. So. Doch, schmeckt geil. Es hat, doch, schmeckt geil. Also grundsätzlich, wir haben ja keinen Rauch dazugefügt. Ne? Das ist einfach absichtlich, dass wir nicht gesmoked haben. Wir haben erst überlegt, eventuell noch ein bisschen Rauchsalz zu nehmen. Aber das hätte uns jetzt den Geschmack verfälscht. Und das wollten wir nicht. Sondern haben gesagt, okay, wir nehmen nur den Tee, der schon unglaublich rauchig im Geruch war. Und der ist jetzt mit drauf mit Salz und ein bisschen Pfeffer. Aber... Ja. Ihr müsst dazu sagen, unsere Frauen schmeckt es nicht. Bestimmt nicht. Das kann ich ja definitiv sagen. Also mir schmeckt es gut. Also es schmeckt echt geil. Es ist nicht mein Lieblingsschweinefilet, so. Das kann ich so unterscheiden. Aber das können wir mal machen. Ja, das kann ich so unterscheiden. Aber es schmeckt echt, ist mal was Besonderes, mal was anderes im Mund. Aber ich würde jetzt sagen, an dieser Stelle steigen wir aus. Macht's mit. Macht's nach. Macht's besser. Wenn euch das Video gefallen hat, und das hat euch gefallen, ich meine, da gibt's ja gar nichts zum Rumnörgeln. Dann gebt uns mindestens 4 Daumen nach oben. Kommentiert. Dann wissen wir, was wir für euch noch besser machen können. Wird schwierig, aber es gibt was zum besser machen. Es gibt immer was zum besser machen. Und abonnieren nicht vergessen. Genau, richtig. Und die Abo-Glocke unten rechts nicht vergessen anzumachen, damit ihr ihr auch immer erfahrt, wenn nächste Woche Donnerstag um 18 Uhr unser neues Video erscheint, wenn es wieder heißt MG Barbecue!